So, und jetzt haben wir natürlich noch eine spezielle Überraschung. Jetzt machen wir noch einen Vorhang zurück, dass er gleich spannen wird. Mei, schön halt da in der Luft. Und besonders, wenn man es überzeugen und abfliegen kann. Da sieht man halt das ganze Geschehen über das ganze Jahr rum. Aus der Vogelperspektive. Und ein kleines Lächeln kann man da ohne, ohne dass man es hört. Ja, wirklich. Die von der Gemeinde haben sich gern gemeint, man müsste bis auf Graz aber fliegen. Ja, zeig, was hat das gekostet? Ja, günstig sei es sie. Und die Gemeinde, wo mitgeflogen sind. Nein, man ist nicht mit. Der hat mir so ein Interview gegeben, der VN. Du, gutes Vereinsturnier. Fliegen wir gerade um, wir sind eh nicht da. Drehen wir eine Runde über den Platz. Das ist voll. Ah, so ein Lusschen, da hat das Ekel wert. Man weiß eher, wer gewinnt. Na du, schau, Sulzberger Sportverein hat der alte 1-Kader aufgestellt. Du, im Zier sind. Und die Gundala? Drei. Jugend? Zwei. Ja, dann müssen wir zu uns beide endlich einmal eine Chance haben, oder? Na. Nächstes Jahr schicken wir den Schulab rüber. Kindergärtner hätten wir eh zu wenig. Hey, hey, Dick, zieh den Flieger hoch! Oh, Rosenhofer! Du hast gar nicht vergessen, dass der Sulzberger Kirchenturm halt doch her ist mit der Taler. Jetzt haben wir ein Glück gehabt. Ich bin echt aufs Ganze. Ich mit Flieger der kleine Höhe. Da haben wir uns jetzt ein Tierfliegerradar. Jetzt werden wir noch von der Flugabwehr abgeschossen. Ist dir schon aufgefallen, mit der Fliegerei? Es nimmt aber noch mehr zu. Wenn du jetzt nach den Himmel schaust, über 10 Flieger kannst du erzählen. Da wird die Flugabwehr gefragt. Ja, apropos Flugverkehr. Wenn man die Schülerzahl in der Volksschule ansieht, wäre das gescheiter, als wäre ein klein mehr Verkehr am Boden. Und möglichst ohne Abwehr. Der Friseur von Sulzberg. Weißt du, wieso der jetzt Präges noch gebaut hat? Ja, ganz klar, hier kann ich es ja sagen. Wir arbeiten in Sulzberg. Sind die Leute die Taube der Gemeinde abgehauen? Was ist das? Apropos Geschäfte. Der Ebner, der Bodenlecker von Sulzberg, soll ja auf da Araber ziehen. Der hätte nicht unterwegs. Wieso? Ja, sieht das Täter rutschen, so zu dringend einen guten Bodenlecker haben. Ich darf nichts, aber kurz Bodenpersonal.
Nein, wieder einmal am Pfeilschuss. Ja, da oben Siege ist am Fuchsen. Hast du schon gehört, die Eisrahle Zlanger vom Haller, die wird bei Cestalia machen. Was? Warum? Ganz klar, hat man schon eine fertige Piste mit Schlüsselsteller, Pitschigump und Gehölzele. Hat man sich gesagt, da Krone ist unter dem Süber ausgekommen. Ja, der Sonntag schon lang stand. Da hat man doch letztes Jahr schon gesehen, als ist alles fertig geplant. Man kann nichts mehr ändern, wo es um den Platz für die Vereine und den Kirchenchor gegangen ist. Jetzt ziehe ich aber noch nichts darunter. Nein, vielleicht ist das Haus viel transparenter als für die Abwicklung. Schau, der gute Sportverein Hui. Die haben hier auf einen Riefsperr rum und müssen keinen Schnee im Tal oben. Aha. Ja, sind die da mit dem Bus eingefahren? Nein, jeder ist der. Und gestern als Gier hat sie mit dem Hubschrauber Hui. Es dunkelt schon, aber wir sind ja leider ruhig. Ja, guck, es ist hier schon gerade. Wo? Mein Gott, ich habe eh schon so einen Durst. Aber nur kuliert mich. Es ist schon klar, dass da Kühlchen verbrennt. Das ist ja schon Elfe. Aber guck an, das Auto vom Mädel und vom Bürgermeister schon der Brunner da. Landen wir schnell. Nicht, dass es uns gleich geht, dass wir dir da zwei. Ja, halt ein Totalabsturz.